Friedrich rührte mit seiner feinfühligen Performance nicht nur Michaela May, die ihr Lieblingsfoto mitgebracht hatte. Dieses Foto wurde in einem von 7 Umschlägen versteckt. Die wurden im Publikum verteilt. Es wurden 6 Umschläge zerrissen. Halten Sie den Umschlag vor sich, zerreißen Sie ihn in der Mitte, mittendurch und setzen Sie sich hin. Keine Angst, ich bin Profi, ja. Keine Angst. Ich habe gedacht, wenn das Foto meiner Kinder zerreißt, dann passiert denen irgendwas. Wenn es weg gewesen wäre, wäre es weg gewesen. Und davor hatte sie natürlich Angst. Denken Sie an den Moment des Bildes. Ich spüre eine freudige Emotion, weil der Moment der Aufnahme etwas Besonderes ist. Ist das richtig? Mir sind die ganze Zeit so Zahlen reingespukt. Ich weiß nicht, was das soll. 88 und 82, hat das irgendwas zu tun? Tja, das ist das Geburtsjahr. Das Geburtsjahr? Ja. Von den beiden. Von den beiden. Das hat sie mir auch erzählt, dass sie eigentlich über ihre Kinder so gar nichts verrät. Und umso geheimnisvoller fand ich das. Dass er das Geburtsjahr meiner Kinder wusste. Also wusste, wie alt die sind. Das fand ich, also selbst wenn er es gelesen hat, das weiß eigentlich keiner so genau. Auch unsicher war, ob das Foto wirklich im letzten, nicht zerrissenen Umschlag steckte. Ich hatte auch eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, wo ich auch kurz die Luft angehalten habe. Ich war sehr, sehr beeindruckt. By the act. Ich werde heute versuchen, auch die kritischen Skeptiker zu überzeugen. Und hier ist der Nikolai Friedrich. Einen schönen guten Abend. Nikolai, was zeigst du uns heute Abend? Ich möchte heute einen unserer prominenten Gäste verführen. The stage is yours. Viele Menschen fragen mich, Nikolai, hat man als Mentalist eigentlich auch bessere Chancen bei den Frauen? Und ich muss Ihnen sagen, ja. Das bedeutet nicht, dass ich die Frauen besser verstehe, aber ich weiß zumindest, was sie denken. Und das hilft. Ich möchte das demonstrieren, indem ich einen unserer prominenten Gäste heute einlade zu einem Rendezvous. Und nein, Christoph Maria, ich würde das gerne mit Andrea versuchen. Andrea, würdest du dich bitte in die Mitte setzen von den beiden? Ich muss erst mal fragen, Andrea, hättest du überhaupt Lust auf ein Rendezvous? Ja. Ja, sehr schön. Es ist nur in Gedanken und nur für akademische Zwecke. Okay, dann ist gut. Okay. Gut. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen, in Gedanken dir ein Rendezvous auszumalen und ich werde dich bitten, ein paar Details dieses Rendezvous deinen Nachbarn dann mitzuteilen. Mhm. Wenn du es mitteilst, sollst du ihnen das ins Ohr flüstern und vielleicht hältst du auch dein Mikrofon dann zu und auch die Nachbarn gucken, dass man da nichts irgendwie hören kann. Okay, bist du bereit? Ja. Andrea, dann schließ bitte deine Augen und erlebe in Gedanken ein wunderbares Rendezvous. Andrea, stell dir vor, du bist nicht länger hier zusammen mit uns in Köln im Studio von The Next Uri Geller, sondern du befindest dich in Gedanken auf dem Weg in eine andere Stadt, irgendwo auf der Welt. Es kann eine Stadt sein, wo du tatsächlich schon mal warst. Es kann aber auch eine Stadt sein, wo du schon unheimlich gerne immer einmal hin wolltest. Einzige Bedingung ist, vielleicht, man sollte den Namen dieser Stadt schon mal gehört haben. Also Klein-Nieder-Mockstadt geht nicht. Da komme ich her. Aber abgesehen davon kann es jede Stadt sein, irgendwo auf der ganzen weiten Welt. Wenn du dich in Gedanken für eine Stadt entschieden hast, möchte ich dich bitten, flüstere den Namen dieser Stadt Christoph Maria ganz leise ins Ohr. Halt dein Mikrofon dabei zu, dass niemand etwas mitbekommen kann. Okay? Du darfst die Augen öffnen und flüsterst bitte Christoph Maria ins Ohr. Mikro zuhalten, es wird, glaube ich, auch runtergedreht. Und Christoph Maria bitte nicken, wenn es angekommen ist und verstanden ist. Bitte. Angekommen? Okay. Schließ deine Augen nochmal. Kehr in Gedanken noch einmal in die Stadt zurück. Lauf bitte jetzt eine Straße entlang. Du kommst an einem Schaufenster vorbei. Du machst das, was Frauen in der Regel tun. Du schaust hinein. Und du siehst eine Reflexion von dir selbst in der Fensterscheibe und du bemerkst, dass du ein wundervolles Kleid trägst.
Es kann ein Kleid sein, was du tatsächlich besitzt. Es kann aber auch ein Kleid sein, was du nur einmal in deinem Leben gesehen hast, in einem Magazin oder in einem sündhaft teuren Geschäft. Konzentrier dich bitte jetzt auf die hauptsächliche Farbe dieses Kleids und flüstere diese Farbe bitte Joey zu deiner Linken ins Ohr. Auch wieder die Mikrofone zuhalten. Und Joey, wenn du es verstanden hast, einfach nicken, dass ich weiß, dass es angekommen ist. Okay. Super. Bevor ich dich jetzt bitten werde, Andrea, noch ein letztes Mal in Gedanken in die Stadt zurückzukehren, platziere ich meine Vorhersage bezüglich des letzten Abschnittes hier auf diesem Tisch. Schließ deine Augen ein letztes Mal. Lauf die Straße in Gedanken jetzt noch ein Stückchen weiter, bis du nun an einem Brunnen vorbeikommst. Du schaust über den Rand des Brunnens auf die Wasseroberfläche und du bemerkst, dass der Wind einige Rosenblätter darauf geweht hat. Und just in dem Moment, wo du schaust, scheint es, als ob diese Rosenblätter eine zweistellige Zahl formen. Romantisch, ich weiß. Diese Zahl, behalte sie in Gedanken, flüstere sie niemand ins Ohr und bring sie bitte mit deinen Gedanken hier zu mir nach vorne auf die Bühne. Jetzt. Jetzt. Hallo, Andrea. Bitte hier drüben, hin. Wunderbar. Moment, hier vorne bleiben erstmal. Komm hier vor. Ich hoffe, du hattest ein schönes Rendezvous. Ja. Ja, und ich hoffe, du hast nichts gegen den Teil, der jetzt kommt, denn ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Ja. Also ich hoffe, du bist nicht zu sehr ins Detail gegangen. Ja. Nein. Gut, wir beginnen mit dem Kontinent, auf dem das Rendezvous spielt. Mhm. Ich werde sämtliche Kontinente nennen, alle, die es gibt, und du sagst bitte immer nein. Auch wenn ich den richtigen nenne, das heißt, du lügst in diesem Moment. Ja. Und ich versuche zu erkennen, wann. Christoph Maria, Sie wissen die Stadt, um die es geht. Das heißt, ich kann Sie fragen, ob es stimmt oder nicht, wenn ich den Kontinent nenne, weil Andrea sagt jetzt immer nein. Immer nein. Nicht aus Versehen ja sagen. Okay? Mhm. Nordamerika. Nein. Südamerika. Nein. Europa. Nein. Afrika. Nein. Asien. Nein. Australien. Nein. Es war minimal. Ich hoffe, die Kamera hat es eingefangen. Man erkennt die gute Schauspielerin, aber die Augenbraue, die linke Augenbraue hat sie verraten. Sie ist einmal und nur einmal vielleicht einen Millimeter nach oben gezuckt. Ich hoffe, das war das richtige Signal. Das Rendezvous spielt in Europa. Nur ja oder nein. Stimmt das? Ja. Ja, okay. Weiter geht's. Ich nenne Länder. Wenn ich ein Land sage, bitte einfach nur das Land nachsagen, nachsprechen. Okay? Ich halte jetzt die Augenbraue zu. Nein, wahrscheinlich ist es jetzt wo gesprochen ein anderes Signal. Ja? Meistens macht man das beim zweiten Mal dann anders. Okay? Okay. Okay. Deutschland? Nein. Nur nachsprechen. Das Land nochmal sagen. Wenn ich sage Deutschland, einfach auch Deutschland sagen. Ah. Okay? Genau, machen wir so. Deutschland. Italien? Italien. Spanien? Spanien. Frankreich? Frankreich. England? England. Okay, diesmal war es schon sehr, sehr gut. Ich muss zwei nochmal abfragen, die ich schon genannt habe. Nochmal das Gleiche. Italien? Italien. Frankreich? Frankreich. Der Ansatz war wieder da, aber es wurde im Keim erstickt. Ich sage, das Rendezvous spielt in Frankreich. Ist das korrekt? Nein. Oder? Ich meine, oder nicht sagen. Also, sie darf jetzt die Wahrheit sagen. Ist es Frankreich oder nicht? Okay, kann sein. Geografie. Doch, ist Frankreich. Nein, ist richtig. Nein, warte, ist kein Problem. Kein Problem. Ich weiß nicht, ich hätte auch Italien sein können. Also, ich war mir auch nicht sicher. Aber jetzt die Wahrheit sagen, nur ja oder nein, Frankreich? Ja. Ja, okay. Gut. Vielleicht habe ich vorhin genuddelt. Macht nichts. Die Stadt. Also es ist aber ganz schön zu sehen, dass das Lügen liegt nicht so sehr. Jetzt machen wir es anders. Stellen Sie sich ein Bild der Stadt vor. Stell dir ein Bild der Stadt vor. Ich sag jetzt mal du. Ein Bild der Stadt in Gedanken. Wenn wir das sehen würden, würden wir vielleicht wissen, wo es ist. Ich sehe Wasser. Es ist eine Stadt am Meer und es ist, mich anschauen, ihr guckt neben mich, ja. Es ist, das Bild, was im Kopf ist, ist sogar an einer Promenade. Es ist eine Strand,
Promenade, ja, ich, es ist ein, ich dachte erst, es wäre, kann, aber es ist es nicht, es ist ähnlich, es ist kleiner, es ist eine kleinere Promenade, etwas zu sehen, ein Gebäude oder sowas in der Art, was Kleines. Es ist ein Leuchtturm im Hintergrund und eine Telefonzelle. Die Stadt heißt am Atlantik, es ist Biarritz. Ist das korrekt? Ja? Ja. Ja, es stimmt. Hat sie das gesagt? Ja, Biarritz in Frankreich. Ja, das stimmt. Hey, okay. Das Bild war im Kopf so. Ja. Okay. Wow. Okay, weiter. Die Farbe des Kleides. Ich lasse immer nach, wenn ich zu sehr gelobt werde. Also bitte noch Konzentration. Also ich dachte, ich wäre jetzt schon fertig. Nein, noch nicht. Wow. Die Farbe des Kleides. Wir machen es jetzt anders. Nicht mehr wirklich reden, nur noch in Gedanken mit mir sprechen. In Gedanken ja oder nein sagen, aber die Wahrheit. Ich frage alle Farben ab, die mir in den Sinn kommen. In Gedanken ja oder nein sagen. Rot. Gelb. Grün. Schwarz. Weiß. Okay. Pink. Violett. Lila. Nicht ganz, ich weiß. Nicht ganz. Eine Mischung aus Blau und Lila, würde ich sagen. Ein helles Lila Farben. Sie nickt schon. Es ist ein Sommerkleid. Ist das richtig? Ein schönes Luft. Das besitzen Sie auch. Ist das richtig? Ja? Ja oder nein? Noch nicht. Noch nicht, aber es ist so konkret, dass es, ja. Welche Farbe hat es? Soll ich sie wirklich sagen? Ja. Ich glaube, Männer sind da nicht so mit Farben, Fliederfarben. Fliederfarben, aber das ist ja ein helles Violett, das ist ja recht, ein helles Lila. Ist richtig, ja, okay. So die Richtung so ein bisschen fast, ja? Ja. Ah, okay. Das war nicht einfach, ja. Aber gut. Ich weiß, was viele Menschen jetzt denken. Psychologie, Lügendetektorprinzip, hat ja auch ein bisschen was gesehen. Bitte bedenken Sie aber alle, bevor ich Andrea gebeten habe, in den Brunnen zu schauen, habe ich meine Vorhersage bezüglich des letzten Abschnittes hier auf diesem Tisch deponiert. Das ist ein Hotelzimmerschlüssel des Grand Hotels Biarritz. Nein. Und zum ersten Mal, laut und deutlich, wie heißt bitte die Zahl, die du nur in Gedanken gesehen hast? 45. Es ist Zimmernummer. Nein, das gibt's nicht. Wahnsinn. Wow. Hey. Darf ich jetzt mal? Ja. Danke schön. Fantastisch. Und ich glaube, spätestens in diesem Moment haben einige Herren erkannt, was für Potenzial in der Nummer steckt. Meine Damen und Herren, Nikolai Friedrich. Wenn Sie nochmal ein Rendezvous mit Nikolai haben möchten, dann müssen Sie jetzt folgende Nummer anrufen. 01379 44 20 01. Ihre Anrufe werden ab sofort 2 Minuten lang gezählt. Bleibt bitte ganz kurz noch bei mir. Lieber Andrea, es gab ja hier gerade geografischen Nachhilfeunterricht. Wunderbar. Ja? Dieses Kleid, hast du das tatsächlich, also du möchtest es noch kaufen. Mhm. Wo hast du es gesehen? In Biarritz? Nein. Ich habe das noch gar nicht so richtig. Nein, ich muss sagen, ich habe heute eine Modezeitschrift durchblättert und da war das in Gelb. Und dann dachte ich, nee, Gelb ist irgendwie, das geht gar nicht. Und dann dachte ich, weil das Kleid so schön war, in welcher Farbe hätte ich es gern? Also in Fliederfarben, weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Das war irgendwann heute Morgen. Und nein, ich habe es noch nicht. Okay. Ich hoffe, mein Mann guckt zu. Ja, viel Spaß beim Shoppen oder kaufen lassen. Vielen Dank, Andrea Sawatzki. Danke. Dankeschön. Uri Jungertal. Nikolai, your seemingly deine scheinbare vorausahnende mentale Vorhersagen waren wirklich sehr interessant. Außerdem habe ich etwas festgestellt. So eine
kreative, visionäre Dimension bei dir und bei deinen Fähigkeiten. Mir hat es gut gefallen, was ich gesehen habe. Und außerdem glaube ich, dass du ein Meister des Lesens der Körpersprache bist. Sehr gut gemacht. Toll. Danke, Uri. Und danke nochmal, Nikolai Friedrich. Dankeschön.